ein neues Video wieder von mir. Hier jetzt von der Partybrücke in Würzburg. Nein, das war es Marienbrücke, aber ja, ich glaube, ich habe noch nie auf der Brücke so viele Menschen gesehen, die ein alkoholisches Getränk hatten. Hier ist doch immer wieder was los. Ja, ich bin so in Würzburg das zweite Mal, aber das erste Mal, dass ich ein Video mache. Genau, also ich nehme euch ein bisschen mit. Heute ist doch einiges los. Auch Polizeiaufgebot. Richtig viel. Genau, also kommt einfach mal mit. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Genau, hier bin ich wieder auf dem Weg. Mal schauen, ob ich es ganz bis nach oben schaffe. Jetzt sieht man mich wieder nicht so gut, aber jetzt. Genau, wie gesagt, ich bin in Würzburg. Jetzt vor mir ist so eine Grünwiese mit viel Platz, wo man sich ja, erholen kann. Das ist eigentlich recht schön. Genau, Würzburg ist ja Studentenstadt. Aber ich muss sagen, es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein und trotzdem gute Verbindungen mit S-Bahn, Bus. Aber man kommt auch hier gut mit Fahrrad oder mit dem Roller unterwegs sein, also passt. Genau. Also hier bin ich hier oben am Marienberg, das ist bei der Festung, die ist jetzt genau hinter mir. Ja, hier ist immer einiges los. Hier hat man auch eine schöne Übersicht über Würzburg runter zum Main. Hier ist auch abends richtig schön. Hier wird auch nämlich richtig, ja, die Festung auch beleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, hier sind irgendwo Lichter. Ich war nicht letztes Jahr, schon ein paar Jahre her, schon mal abends, aber da war das Wetter nicht so gut. Da ist gerade ein Gewitter aufgezogen, da mussten wir ja ziemlich schnell wieder abdampfen von hier, gerade noch Bus genommen,
Wir waren keine, ich glaube, 5 Minuten im Bus drinnen und dann hat es geschüttet ohne Ende. Ja, es war nur ein kurzes Gewitter, bis wir wieder unten waren in der Stadt. Aber trotzdem, also wenn wir draußen gewesen wären, wir wären komplett nass gewesen. Aber heute ist hier jetzt noch keine Gefahr. Strahlende Sonne, blauer Himmel. Aber das ist hier einer der Hotspots. Neben der Brücke oder Innenstadt, ist auch nicht weit weg. Man braucht keine 20 Minuten von unten von dieser Brücke hier hoch. Genau, ich würde sagen, jetzt gehe ich noch ein bisschen rein. Schauen wir mal, was man da so sieht. Genau. Also, weiter geht's. Genau, also ich befinde mich sozusagen in der Mitte dieser Festung. Die Festung ist seit dem 13. Jahrhundert im Besitz der Mönche von Würzburg, oder Bischöfe besser gesagt. Genau, und im Laufe der Jahrhunderte hat sie sich halt immer weiter entwickelt und der Jahreszeit und auch der Kultur auch ein bisschen angepasst. Und so wurde sie immer weiter ausgebaut, erneuert, verschönert. Genau. Ja, leider kann man jetzt nicht rüber eilig hier rein, weil man das doch nur durch Führungen machen kann, wie jetzt die Kapelle, was man gesehen hat. Ja, oder der Brunnen kann man eigentlich auch reingehen, aber ist jetzt auch leider zu. Genau. Ja, aber so gibt es halt jetzt auch das eine oder andere zu entdecken. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal noch weiter. Wieder zurück. Hinter mir sieht man noch den Dom. Da war ich jetzt gerade drinnen. Ja, da habt ihr jetzt auch schon ein paar Aufnahmen gesehen. Ihr habt auch im Hintergrund Musik gehört, aber ohne irgendwas, wo das herkommt. Da war gerade
Proben von dem Mädchenchor, was heute Abend noch ein Konzert gibt. Also ist auch ein echt schöner Dom. Ja, ist jetzt nicht so groß, aber ja, sieht nicht nur von außen gut aus, auch von innen. Wie ihr gehört habt, klang es auch richtig gut. Ja, also daher ist bestimmt heute Abend richtig cool, aber da werde ich nicht mehr hier sein, da werde ich wahrscheinlich schon wieder fast zu Hause sein. Genau, also ich gehe jetzt schon wieder Richtung Auto und dann geht's zum nächsten Ziel. Also, kommt mit. Hier bin ich wieder. Genau, also ich bin immer noch auf dem Weg zum Auto. Aber ich muss echt sagen, es gibt an jeder Ecke so ganz kleine Lokale, so Bars, Cafés, Eisdielen. Und ja, einfach irgendwo auch eine schöne, gemütliche Stadt mit viel. Ja, Events, es gibt hier eine Tanzschule, eine Dolmetscherschule, Unis, Riesenschloss, jetzt muss ich kurz beeilen. Ja, jetzt bin ich sogar schon am Präsidenten am Schloss. Ja, also hier ist echt eine Stadt mit kurzen Wegen, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, einfach nur mega cool. Hier ist immer was geboten, also ich denke immer, ach, so eine Stadt wäre nicht schlecht, das ist nicht so groß wie München oder Stuttgart. Aber es ist jetzt auch nicht so eine kleine Stadt mit 11.000 Einwohnern, sondern hat ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht aktuell die Zahl. Vielleicht blende ich es noch ein. Genau, aber ja, hat was. Also, gehen wir weiter. Hier bin ich wieder. Jetzt bin ich unten am alten Hafen. Ja, hinter mir ist gerade ein Schiff. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, was ich suche. Ja, so ein Schiff geben namens Noah. Mal gucken. Vor mir ist auch noch ein bisschen was. Hier gibt es noch ein paar kleinere Boote. Und dann noch gegenüber so ein Riesenrad. Schwuppsi wupps bin ich irgendwo im Urwald. Ich bin eigentlich nur ein paar Meter weiter. Aber ich habe keine Ahnung, ob es vor mir wirklich weitergeht. Oder ob es hier zu Ende ist. Aber ich bin ehrlich, nachts würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt sein wollen. Und hier unten ist gleich der Main. Hier vor mir ist irgendein Kraftwerk. Keine Ahnung. Ah, okay, es sieht so aus, als würde da noch ein Weg gehen. Ich drehe mich einfach mal. Ja, das hat man jetzt erst gesehen, dass es hier noch einen Weg gibt. Ja, davor sah es so aus. Vielleicht hört man es hier hinten. Hier ist so ein Wasserkraftwerk, wo man jetzt gerade die Turbinen hört. Ja, aber es gibt hier noch ein paar interessante Plätze. Aber es hier gibt noch viel, viel mehr. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu kommen. Ja, jetzt werde ich noch einkaufen gehen, kurz hier in Würzburg und dann vielleicht noch einen kurzen Abstecher wohin machen, zu einer Aussichtsplattform. Also, let's go!